Thank you.
Ich freue mich. Ja, was soll ich sagen? Ich bin überwältigt. Nach 2 Jahren, ja fast 3 Jahre Pause, haben wir wieder eine Cap hier an der Lindenhalle in Dettingen. Wir sind wahnsinnig happy. Wir haben viele, viele Stunden, Tage uns die Köpfe und die heiß geredet, ob und wie und wann. 2020 ging gar nichts, 2021 waren wir knapp dran. Aber jetzt ist es wieder soweit. War ein toller Umzug. Alle Beteiligten hier, die da mitgemacht haben, vielen, vielen Dank. Ja, jetzt kommt der große Moment. Und ich wünsche das für euch alle unbeschwerte, tolle 3 Tage. Das Wetter scheint wirklich gut zu werden. Wenn es ein bisschen heiß tagsüber ist, macht nichts, da drin mal ein bisschen mehr Bier. Jetzt gebe ich die große Verantwortung an unseren Bürgermeister Peter. Ich habe es ihm vorhin schon gesagt, ich will ihn ja nicht unter Druck setzen, aber ich war gestern Abend, viele wissen es ja jetzt, ich bin ja jetzt Alsenauer. Ja, der Alsenauer macht euer Tätiger Kappel! Ich bin da jetzt Alsenauer und da war der Bürgermeister aus Alsenauer, hier, der Herr Roll, der ist da. Und er hat sage und schreibe, und das habe ich, tatsächlich mit einer Wette verloren, weil ich habe nicht gedacht, dass es schafft. Mit einem Schlag das Fass angestochen, Peter. Peter, ich ergebe dir das Wort. Ja, vielen Dank erstmal. Ja, das macht mir natürlich doch ganz schön Stress, muss ich ehrlich sagen, so mal, genau. Es ist gesagt worden, ich soll genau einen Schlag weniger brauchen als der Schumann. Wird ein wenig schwierig. Aber ich sag mal so, mir ist es eigentlich relativ egal. Hauptsache es läuft da. Ja? Außerdem habe ich das gesehen, die Alsauer haben einen wesentlich professionelleren Zapfhahn noch. Aber wir werden es hinkriegen, es wird dann. Ja. Du hast es gesagt, Harald, vielen lieben Dank erstmal an alle, die dafür mit wieder beitragen, dass diese Kerb heuer wieder stattfinden kann. Diverse Festivitäten konnten in den letzten Jahren leider nicht stattfinden. Ich gebe zu, ich war auch ein bisschen skeptisch, ob das alles wieder so anläuft, wie das mal vor Corona-Zeiten war, muss ich ganz ehrlich sagen. Umso mehr freut es mich, dass es klappt, dass die Kerb heuer wieder stattfinden kann und möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken. Einmal am Organisationsteam rund um unseren Cup-Präsident. Und wir haben es ja gesehen oder auch gelesen, es ist ja nicht ganz so trivial, Helfer zu bekommen, die auch dafür sorgen, dass über die ganzen Tage im Prinzip Essen, Trinken und so weiter und so fort rausgeht in ausreichender Zahl. Dementsprechend habe ich auch schon mitbekommen, dass es einige auch gibt von den Helfern, die durchaus Doppel- oder Dreifachschichten schieben. An der Stelle meinen ganz herzlichen Dank an euch alle dafür, dass wir hier diese Kerb feiern können. Vielen lieben Dank. So, jetzt probieren wir mal unser Glück. Wunderbar! Angezeigt ist, es war ein Schatz.